Im Jahr 2017 hat uns der Dollar sehr überrascht. Der US-Aktienmarkt erholte sich, die Zinsen wurden angehoben und der Dollar gewann deutlich an Wert. Roberto, ich freue mich, Sie im Dukascope-Studio willkommen zu heißen. Heute werden wir die US-Wirtschaft in allen Aspekten besprechen. Wir werden den neuen Fed-Vorsitzenden, die US-Wirtschaft und schließlich Donald Trump, Davos und den Dollar besprechen. Beginnen wir damit, dass Janet Yellens Amtszeit abgelaufen ist. Und nun übernimmt Jerome Powell die Führung. Erwarten Sie irgendwelche drastischen Veränderungen oder wird die Fed-Politik unverändert bleiben? Janet Yellen hat die letzte Fed-Sitzung unter ihrem Vorsitz durchgeführt. Nun beginnt die Fed ihre Geldpolitik allmählich zu straffen, wie auch allerdings erwartet wurde. Das letzte Jahr war im Sinne der monetären Konditionen ziemlich stabil. Yellen unterhielt die Notenbank in den letzten Jahren in einem guten Zustand und sie wurde von Powell in diesem guten Zustand übernommen. Natürlich muss die Geldpolitik an die aktuellen Wirtschaftskonditionen angepasst werden. Trump hat einige resolute wirtschaftliche Entscheidungen getroffen. Und wir werden sehen, wie sie sich auswirken werden. Powell hat als stellvertretender Vorsitzender fungiert. Und damals herrschte in der Fed ein weitgehender Konsens beim Entscheiden über die Zinserhöhung. Es wird erwartet, dass die Straffungspolitik beibehalten wird. Im März wird die erste Sitzung unter Powells Vorsitz stattfinden und der Markt ist auf eine Zinserhöhung um die weiteren 0,25% eingestellt. Wahrscheinlich wird der Zinssatz in diesem Jahr vierteljährlich um je 0,25% angehoben werden. Der Markt ist noch etwas unsicher und würde lockere Zinskonditionen bevorzugen. Dem Markt ist es wichtig, sich an den ersten Vortrag von Powell in der März-Sitzung neu anzupassen. 2017 über verzeichnete die US-Wirtschaft ein bedeutendes Wachstum und nur